Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Zuschauer im Saal und daheim. Auch die Piratenfraktion begrüßt selbstverständlich das, was mit dem Nachtragshaushalt intendiert ist und was auch wahrscheinlich erfolgen wird, nämlich eine Erhöhung der Leistungen, der Zahlungen bei der Schaffung von Unterbringungsplätzen im Bereich der Flüchtlinge. Grundsätzlich begrüßt. Es ist aber unglaublich, dass erst Mitte 2015 ein Nachtragshaushalt mit Kapazitäten von zusätzlich 10.000 Unterbringungsplätzen in zentralen Unterbringungseinrichtungen, 4.500 Unterbringungsplätzen in Erstaufnahmeeinrichtungen und 2.000 Unterbringungsplätzen in Notunterkunftseinrichtungen geschaffen werden soll. Wir Piraten haben bereits seit 2009 steigende Zahlen in erheblichem Umfang hier ankommender Flüchtlinge aufgezeigt und angemahnt. 3 Jahre später, 4 Jahre später, 5 Jahre später erst macht sich die Landesregierung das offenbar zu eigen und erkennt aufgrund der Realität, dass in den letzten Jahren erhebliche Nachlässigkeiten hier im Land an den Tag gelegt wurden, die jetzt in Eile aufgrund der Realität, die sie eingeholt hat, nachgearbeitet werden müssen. Grundsätzlich also sind wir bei Ihnen. Allerdings wissen wir auch, und das muss natürlich dem allgemeinen Finanzbudget geschuldet werden, reicht das insgesamt nicht aus. Wir werden jedenfalls den weiteren Prozess, insbesondere auch der Umsetzung, der Zahlung, der Verteilung der Gelder, den Einsatz der Gelder kritisch beobachten. Denn gleichzeitig erhalten die Kommunen für die Unterbringung von Flüchtlingen keine Erhöhung der Pauschalen pro Flüchtling. Hier wird zwar von Herrn Finanzminister gesagt, naja, auf Bundesebene ist ja ein Gesetz in der Mache und dieser Nachtragshaushalt soll auch der späteren Verteilung von roundabout 1 Milliarde dienen. Allerdings muss man die aktuelle Presse mal in Betracht ziehen von heute. Und da steht es dann, Landkreise schreiben oder sagen und rufen, NRW spart bei Erstattung der Flüchtlingskosten, Flüchtlinge NRW zahlt im Vergleich zu wenig. Nordrhein-Westfalen ist im Bereich der Erstattung von Kosten an die Kommunen im Bundesvergleich an letzter Stelle. An letzter Stelle. Und das sollten wir uns einfach vor Augen führen. Davon sehen wir jedenfalls im Nachtragshaushalt nichts. Der Nachtragshaushalt wäre aber durchaus geeignet gewesen, hier konkret auch für die Zukunft aufzuzeigen, wie das Land Nordrhein-Westfalen, wie diese Landesregierung im Hinblick auf die Kommunen mit den dann eingehenden Geldern oder auch mit einem Nachtrag, der seines Wortes würdig wird, umgehen können. Selbstverständlich begrüßen wir auch die zusätzlichen Lehrerstellen für die Beschulung nicht nur zugewanderter Kinder und Jugendlicher, sondern, wie es ja hier am Pult ausgeführt wurde heute, von Seiten der Regierungsfraktionen für die Steigerung bzw. für das Aufwachsen von Lehrerstellen insgesamt. Also nicht nur für den Bereich zugewanderter oder der Beschulung von zugewanderten Kindern und Jugendlichen, sondern allgemein. Und auch da werden wir sicherlich im Rahmen der Haushaltsberatung, der weiteren, die ja nun stattfinden werden, eine zweite Lesung wird es ja geben, einmal festzustellen sein, ob die 674 Planstellen, von denen hier die Rede ist, ob die auch ausreichend sind. Und es muss hinterfragt werden, Frau Ministerin Lörmann, ob denn nicht hier nach dem Bericht zur Unterrichtsversorgung für das Schuljahr 2015-2016, wie es sich da verhält, wo es hieß, allerdings muss ein Teil des Grundstellenbedarfs durch einen haushaltsrechtlich zulässigen Rückgriff auf die Stellen gegen Unterrichtsausfall und für individuelle Förderung gedeckt werden. Möglicherweise versteckt sich dahinter ja ein denkbarer oder wie Herr von Kollegen Dr. Oppendrenk hier angeführter KW-Vermerk. Auch da wird man einmal genauer hinschauen müssen, das werden wir tun. Und wir haben noch einen weiteren Punkt. Wir müssen natürlich auch und werden im weiteren Verfahren zu kritisieren haben, dass bestimmte Positionen auch im Bereich der Flüchtlinge nicht so ganz eindeutig sind. Schauen Sie, es werden Rückführungskosten erhöht, muss man also von erhöhten Abschiebungen ausgehen. Es werden darüber hinaus Kosten für den Härtefallfonds erhöht um lediglich 615.000. Wir gehen aber von einer Verdopplung der Flüchtlingszahlen aus, von einer Verdopplung der Flüchtlingszahlen im Jahre 2015, weshalb dann also nur ein prozentualer Anteil von roundabout 20% im Bereich Härtefallfonds angehoben werden soll, erhält sich uns zurzeit nicht. Wir freuen uns jedenfalls auf die Beratungen im Ausschuss und werden dann schauen, ob wir hier in der zweiten Lesung, so wie der Nachtragshaushalt eingebracht worden ist, dabei bleiben können. Wir von Seiten der Piratenfraktion gehen davon aus, dass es zu diesem Nachtrag noch den ein oder anderen Nachtrag wird geben müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Schulz, für die SPD-Fraktion. Lasse ich den Kollegen Zimtler fragen.